stellen Sie sich noch dämlicher, als Sie normalerweise schon sind. Sie wissen gar nichts. Ich bin der Doofe vom Dienst. Das mache ich glatt. Zu Ihren diesbezüglichen Fähigkeiten habe ich dabei vollstes Vertrauen. Halten Sie mich denn wirklich für so dämlich, wie ich aussehe, Sie Lümmel? Darauf verweigere ich die Antwort, um die Wahrheit zu unterdrücken. Dann werde ich die Worte für Sie finden. Ich hab's mit Vernunft versucht. Ich versuch's auch weiter. Ich hab's mit Knast versucht. Das versuche ich auch weiter. Nun zeige ich dem Lacher aber die fauserne Eise, die eiserne Faust. Das ist doch Schwachsinn, was ich da rede, nicht wahr? Auch wenn Sie glauben, Sie haben eine Pfeife vor sich, verbitte ich mir das Pfeifen. Ich hab noch nie jemanden in die Hose gefasst. Und 30 Minuten Schluss reden kann ich auch nicht. Ich bin kein Politiker an sich. Eine freche Sau ist das, eine verfluchte. Immer hat er das letzte Wort, wo ist denn der Zettel, verdammt. Links Tankstelle, wie viel Atü? Ich hier, wer dort? Ach, herrje, das sieht ja aus wie aus dem Kohlenkeller. Tag, Schnurr. Ihr Gestapo-Wichser, ihr habt alle zu viel Dampf unter der Bluse, nicht wahr? Ha, nee, Major Hochstädter, da haben Sie nun wirklich ein paar Brösel zu viel in der Schallmei, falls Sie das Instrument kennen. Nun, wenn schon, dann haben Sie es bestimmt ohne meine Erlaubnis getan. Kling! Was hab ich Ihnen gesagt? Also bemerkenswerte Neuigkeit. Hätten Sie so viel Staub im Stübchen, dann würden Sie einen Apachentanz aufführen. Aber einen, den man Rumpelstilzchen nennt, der macht natürlich nur Rumpelstilzchen-Tänzchen. Dann ist vor Schreck Ihr bisschen Gehirn wieder zusammengelaufen. Jetzt holen Sie also den Mann wieder hierher. Und zwar sofort. Der könnte sogar alleine herkommen. Da gibt's doch eine Busverbindung. Schwieriges glaube ich sofort. Nur unmöglich. Es dauert bei mir ein bisschen länger. Aus der Nase fließt kein Leim. In meinem Lager können Sie Hals, Bums, Forze, Rosa durchsuchen, was Sie wollen. Und falls Sie hier auch nur ein Gramm von dem Golde finden sollten, dann können Sie mich erschießen und auch noch dazu nach Russland schicken. Mein Geheimdienst ist so geheim, dass die Geheimnisse auch geheim bleiben, nicht wahr? Auch im öffentlichen Geheimdienst. Wollen Sie damit sagen, der will schon im Besteckkasten und sucht einen Löffel zum Schmeißen? Ist ein Furchenpfeifer. Okay. Hogan, mir fliegt gleich die Feder aus dem Hut. Da würde mir eine Nadel von der Tanne fallen. Herr Oberst? Was ist denn du wieder los? Die Pfeife zu dünn gestoppt, oder was? Ich würde gerne mal mit Ihnen reden. Geht das in Ihrem Büro? Noch mehr Vergünstigungen und Privilegien, ja? Hogan, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Aber wenn Sie mich noch weiter piesacken, dann fliegt mir noch eine Nadel aus dem Tutu. Nun verbiegt sich aber die Gabel im Schubfach. Also da verbiegt sich doch der Löffel im Kaviar. Nur, dass hier Merkwürdigkeiten passieren, dass einem die Nadel aus dem Tutt fällt. Na, der wird was gegen die Schatulle nachen. Funktioniert doch, wie's Katzenrammeln fand. Ich hab jetzt keine Zeit zum Rumseibeln. Toll! Ja, das ist ja grad so. Also meiner Meinung nach kann Manni beim Murmeln Mandeln zählen. Nur ist er raus, die Sicherung. Stimmt was nicht? Hogan, ich brauch keinen Hogan. Seid ihr Penner hier alle wahnsinnig? Ja, besonders Mittwochs, wenn Wasser drin ist. Das ist doch nicht in die Wolken zu blasen. Haben wohl Matsch in der Hypophyse, ist das ernst? Dann hat er sich beim Puppeln die Finger gebrochen. Natürlich. Noch so eine Bemerkung und es gibt Maulschellen, rechts und links. Oberst Kling. Was ist denn nun schon wieder? Wäre jetzt nicht eine Entschuldigung fällig? Ihnen fehlt wohl was? Ja, die Entschuldigung wahrscheinlich, von der er gesprochen hat. Wofür denn die Entschuldigung? Ihnen fehlt wohl ein Kortgarn-Zylinder. Die sind doch Offiziermensch und so einer muss ich doch an der Gewalt haben. Ich bin auch Offizier und verliere nie die Nerven, ja. Die müssen doch wohl einen Splint im Scheitel haben. Den Nerv hat's getroffen. Zip, zap, zap. Weil ich immer spitz bin wie Nachbars Lumpi. Humor hat er. Aber wie eine eingelaufene Socke, ja. Unter diesen Umständen werde ich euch was blasen dürfen. Kann natürlich. Ich trete zurück. Oh, wieder so ein Scherzchen, wo sich die Bolzen verbiechen. Ich habe nur gebeten darum, dass sie den Schnee schaufeln sollen, ja. Ich hatte sogar Schuppen, ohne je in einem Schuppen gewesen zu sein. Oh, das ist ein Lautsprecher, ja. Ich habe es für ein Fliegenklosett gehalten. Das haben wir für Sie gemacht. Falls Sie auf den Lokus müssen und Ihnen wieder mal die Hose platzt, dann können Sie schön hören. Das stinkt ja hier, als wenn die Oma auf dem Sofa brennt. Ich habe auch ganz neue Rosshaar-Matratzen. Da könnt ihr euch austoben wie Murks und Mulle. Ja. Oh, der fühlt sich ja hier so zu Hause. Und Tischmanieren hat er auch, ne? Wie heißt das doch bei den Amis immer? My home is my castle. Und ja, die Wachhunde haben wir natürlich nur, damit die Gefangenen nicht überfallen werden, wenn sie ihre Rotkreuzpakete kriechen und den Stacheldraht, damit die Hunde nicht weglaufen, ja. Ihnen ist wohl eine Raupe über den Fuß gerollt. Ich verhätsche doch keine Gefangenen. Bei uns sind die Baracken kälter als die Arrestzellen. Wir sind ein Gefangenenlager und keine Schaurammelstation. Aha, ist das wunderbar. Es tut wirklich sehr gut. Und noch dazu mitten in der Woche. Das ist ja unser eins gar nicht gewöhnt. Aber das hat Zukunft. Ja, da kann man die Furzfabrik mal wässern. Ach, mitten, ja. Der Name Schmidt kommt in den besten Familien vor. Und der Schmidt hat nur gesagt, lieber keine Freunde als ganz alleine.
Ohne Unterschrift kann man nun mal keinen Krieg führen. Ist das klar, Hescher? Ja, danke. Hogan, wenn Sie bei meinen Leuten Zwietracht sehen und mir einen Puppel in die Krawatte weben wollen, gibt's Ärger. Das wollte ich nicht. Wir spielen Häng dem Esel den Schwanz an. Nur, heute Abend wird Hogan der Esel sein, ja. Haben Sie einen Moment für Colonel Hogan Zeit, Herr Ober? Kommt nicht in Frage. Keine Sau und kein Telefon. Ich habe für keinen Zeit. Mein lieber Major Kühn, Sie sind ja nur mein Stellvertreter und das auch nur vorübergehend. Also bitte blasen Sie nicht so viel Dampf ins schmale Blüschen. Also, wenn ich mal so sagen darf, mit Männern wie Ihnen werden wir ja den Endsieg ganz sicher nie erreichen. Da sind wir ja voll im Arsch gekniffen. Ja. Wie kann man denn nur eine Rakete verlieren? Kling! Oh, vielleicht hatten Sie ja ein Loch in der Tasche. Sagten Sie militärische Informationen? Von einem Gefangenen, der kurz hier war, aber ich sag nichts. Hogan, wollen Sie wieder mal mit mir handeln? Mächtig schnell ist der Herr Oberst heute. Nun merken Sie schon was. Unser Handel steht? Bei einer lohnenden militärischen... Lohnt sich bestimmt. Das könnte das Ende des Krieges bedeuten. Was ist es? Hören Sie auch zu. Bin ich blind? Es ist ganz einfach. Wirklich? Ja, kapitulieren Sie. Oh ja, das wäre das Beste. Das ist doch... Mist!